Oh, hey, was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crash for the Vicatina, ein zurück bei Let's Play Crash Bandicoot 4, It's About Time. Es war wieder Zeit, dass ich mich etwas beruhige. Und... Machen wir nun mit den Invertiert-Varianten der Eiswelt weiter. Ich kann mich daran erinnern, in Eingeschneit... War wahrscheinlich der Grund, warum ich nicht alle Kisten gefunden habe auf Anhieb, weil einige im Wasserfall versteckt waren. Ich hoffe, das wird auch weiterhin der Fall sein, also... Ja... Jetzt bin ich mal gespannt, wie was für einen Effekt es hier gibt. In jeder Welt gibt es natürlich einen anderen Invertiert-Effekt. Das mit dem klassischen Film war schon ganz gut. Jetzt schauen wir mal. Oh Mann, der letzte Part war wieder eine Katastrophe. Hier wird nicht getrödelt, invertiert, dieses Mal nicht mit allen Kisten. What the hell, in der Normalvariante ging's, aber jetzt hier nicht. Moment. Ist das hier eine Comic-Stil? Sehe ich das jetzt richtig? Gott, guck sie das eine an. Tatsächlich ist es Comic-Stil, what the fuck? Ich kann's nicht glauben, ey. Bist du des Wahnsinns, wie krass das aussieht. Alter! Oh mein Gott! So, ich muss mich wieder daran gewöhnen, dass die Physics wieder anders sind. Was ich jetzt von vorher kenne. Oh mein Gott. Das ist zum Totlachen. What the hell? Na komm. So. Jetzt aber. So will ich das sehen. So, ich hoffe, da war sonst nichts. Zieh das wieder ein. Wir schießen einfach immer so Schwertfische runter. Ne, das war nichts. Also im Hintergrund merke ich gerade, dass da ist das Dach tatsächlich hier in Form eines riesigen Haifischgebisses oder? Ich glaube schon. Das könnte die Form, so eine Form besitzt. Schon krass. Alter, das ist so komisch. Ah! Hey, wieso springe ich so weit? Das war jetzt nicht beabsichtigt. Oh Mann. Das war jetzt mehr peinlicher Tod. Da rutsche ich doch nur ein bisschen und... Ja, plötzlich lande ich da. So dazwischen. Wie dumm war das denn? Einfach so... Das ist auch die blöde Eissteuerung. Die macht dann alles zunichte. Das ist mir wieder typisch. So. Und ja, das ist der El Noir. Das El Noir Outfit, das sie jetzt trägt. Praktisch ein klassisches Outfit. Nein! Ah, verdammt! Jetzt will ich das sehen. So, mach das hier kaputt, bitte. Oh Mann, Eissteuerung. Oh shit, shit. Weg da, weg da. Uff. Stand nicht schon kurz davor, wieder zu verschwinden. Okay, und BOOM! Mann, diese Comic-Effekte, ey. Ich kann einfach nicht mehr. Das ist einfach nur
zum Schießen. Okay, alle 33? Ja, alle 33. Bang! Meine Fresse! Noch dazu die Geräusche! Aber ja, der Filter gefällt mir echt gut. Erinnert mich an... Ob das schon PS2-Zeit war, aber sowas ähnliches gab schon so einen Comic-Look. Aber sowas von. Ja, ich glaube, zur PlayStation 2-Zeit war das schon. Und das sah richtig cool aus. Was zum... Oh. Stimmt, ja. Aber eigentlich wollte ich hier... Dass ich da durchfallen kann auch noch. Hey, hey, ich gehe nicht ohne die Kiste hier. Ach komm! Ich habe mich gerade eben erst ein bisschen beruhigt von den letzten Desaster. Ey, warum kommst du nicht hin? Jetzt hoch da, Mädel! Hä? Wieso komme ich da nicht rein? Was ist das denn? Das muss doch gehen. Jetzt aber. Wie, was für ein Winkel wird denn da bitte schon verlangt hier? Das ist doch Bullshit. So, und wenn ich da dazwischen wieder sterbe, dann... Ja. Habe ich die Kiste. Da muss ich halt wieder die Kiste nochmal versuchen einzusammeln und dabei vielleicht wieder 100 Tode zu sterben, bevor ich sie überhaupt kriege. Zu früh. Sehr schön. Da rutscht man jetzt nicht. So, je weiter oben, desto besser. Ich hoffe, unten war nichts. Ich habe keine Kisten, keine weiteren Kisten gesehen. So. Ich würde es mal schwer hoffen, dass da sonst nichts war. Jetzt kommen wir wieder zu den schwimmenden Eisschollen. So. Ja, da hinten steckt auch schon noch eine Kiste im Wasser. Ist klar. Na schön. Hau. Ruck! Yeah, Baby! Geht's noch weiter nach hinten? Nein, da ist schon der Wasserfall. Weg da. Oh, man. Oh, Rock. Hier hätte man auch ein geheimes Juwel verstecken können. So, 92 von 153. Wofür die restlichen 61 können wir alle bekommen. Mir gefällt dieser Look einfach nur. Also, dieses Grafikstil. Das ist schon was, hat schon wirklich was. Ich finde es cool gemacht so. So, die kann man auch einfach mit den Eisschollen hier alles überwinden. Da muss man nicht auch noch auf die Boote oder so setzen. Ich hoffe, da ist sonst nichts. Dass ich hier auf eine Kiste hätte drauf müssen. Aber ich glaube mal nicht, dass die jetzt so fies sind, dass sie noch mehr Kisten da verstecken. Das wäre jetzt echt mehr als bescheuert. Boah, jetzt bin ich direkt am Rande gelandet. Das hätte jetzt schief gehen können, aber ganz gewaltig. Da ist das geheime Juwel! Hey, krass! Finde ich cool. Das gefällt mir schon mal. So, jetzt muss ich es aber auch wieder heil wegschaffen, wieder von dort zum Checkpoint. Ich hoffe, aber hinter dem Wasserfall ist nichts. Könnte man auch ganz fies was verstecken, aber da ist nichts. Nur der eisige Tod. Moment. Ach so, ja, richtig.
So, hier ist sonst nichts. So, Schluss jetzt mit deinem blöden Morgenstern. Oder nein, Moment, das sind deine... Was auch immer das darstellen soll. So, da bin ich jetzt mal hier oben. Oh, oh, oh. Drüber ist auch... Also auch noch eine Eisscholle. Interessant. Okay. Gut. Doppelsprung sei Dank hier. Aber sowas von. Es fehlen ja noch einige. Habe ich bislang noch kein Akku bekommen oder bilde ich mir das nur ein? Nee. Also ich weiß, dass ich nur keinen hatte bislang. So, das ist sich gut ausgegangen. Den muss ich jetzt ohne Zeit besiegen. Okay, ja, das hat gereicht. Mit den richtigen Timen funktioniert das schon. So, ja, da wir gerade von Akku reden, da ist er. So, das Wumpa-Juwel ist mir schon mal sicher. Also die Wumpa-Juwelen, besser gesagt. So, aufpassen, nicht in den Wasserfall. Den Wasserfall hinabstürzen oder ins Eiswasser rein. Okay. Sehr schön, sehr schön. Bei den Pinguinen ist noch was. Okay, sieht das aus? Jawoll! Alter, ich unterschätze immer meine Reichweite von meinen Springen. Was will ich? Ich finde es wirklich sehr gut gelöst hier. Wirklich, das Spiel steuert sich ansonsten ja wirklich sehr ausgezeichnet. Nur ich bin nicht so gut dabei. Wie man deutlich feststellen darf. Warte. Leider. Ja, da war ich ja so übermütig, ganz schön. Ach du Scheiße. So, jetzt come on. Das muss jetzt mal gut gehen hier. Ah, super. Ja. Da habe ich jetzt Akku auch noch verloren. So, jetzt muss ich zu den Pinguinen rüber, wo die Pinguine waren. Das Boot dreht zu seine Runden. Und hinter dem Wasserfall, weiß ich, sind da noch welche. Das war schon ein ziemlich gemeines Versteck. Wie komme ich da jetzt am besten hin? So jedenfalls nicht. Ach du Scheiße. Das ist ja auch das letzte, die letzte Stelle, weil ich glaube, wir haben dann schon fast das Ziel erreicht hier. Oh. Auruk. So, diesmal nicht, Freundchen. Diesmal nicht. Uff, meine Fresse, ich bin auch jetzt übermütig bis zum geht nicht mehr. Aber teilweise hilft's. Baum, bang, baum. Ich liebe diese Cartoon-Sounds noch oben drauf.
Das erinnert mich an meine Kindheit. Ach, je. Ist doch nicht zu fassen. Es ist einfach nur ein ewiges Leid. Also ich hoffe vielmals, dass ich dann wirklich alle habe, wenn ich erstmal am Ende gelange. Es sollte nur ein kurzes Sprünglein werden. Und da verlangt man auch noch, dass man das ohne Sterben schaffen muss. Alle Kisten und alle Wumperfrüchte. Also alle Wumperjuwelen. Ach, come on. Wirklich, also ich hoffe, dass ich dann 100%, weil ich habe gehört, es sollen 106% der komplette Abschluss sein. Das heißt also, ich hoffe, dass diese perfekten Relikte nicht weniger als 6%, also nicht mehr als 6% hoffentlich abziehen. Weil dann habe ich ja, weil dann bin ich meinem Titel 100% treu. Weil ich will wirklich diese verdammten Perfekt-Relikte nicht auch noch machen müssen. Weil ich muss mich ja schon extremst hier quälen, alleine im, weil man maximal 3 Leben verlieren muss. Ach komm schon, wie komme ich denn dahinter nochmal? War da überhaupt was? Hat man da jetzt etwa keine? Na doch, selbst invertiert sind genau die Kisten alle genau gleich aufgestellt. Das darf man nicht vergessen. Es ist nur anders, wenn man es aus der Perspektive eines anderen Charakters spielt. A.k.a. jetzt in diesem Fall Dr. Neo Cortex. Muss man schon genau hingucken, dass man kennen kann, welche Eisscholle nur normal ist und welche rutschig. Ja klar, bei den brüchigen, da ist es 100% klar. Ich traue mich nicht. Ich wisse was, lassen wir es sein. Ich hoffe, dass da wirklich nichts... Oh, da! Da aber, dahinter! Da habe ich doch was gesehen. Was Feines. Bam. Wie gut, dass ich da noch alles erkennen konnte. So, weg mit dir, Freundchen. So, das Ziel ist nahe. Jetzt kommt's aufs Ganze. Haben wir jetzt alle oder nicht? 2 fehlen noch, das müssen Nitro-Kisten sein. Yes! Yes! Ja, Daumen nach oben von Coco. Für mich auch. Von mir auch. Gott sei Dank. Ich überlege mir gerade, ob ich dann nochmal... Wisst ihr was? Wir machen den Boss invertiert, ne? Weil ich glaube, ein ganzer Level wäre jetzt zu viel. Alle guten Dinge sind 4. Damit können wir uns Fake Coco freischalten, ne? Ja, das ist sie. Ich meine, wenn wir schon Coco gerade haben... Na schön. Ich weiß, da hat dann mit der Attacken gespammt wie sonst war. Da muss man da muss man wirklich die Macht der Zeitmaske gut nutzen. Ich habe mein Luftschiff verbessert. Ein Regen tödlicher Riesenraketen.
Schön und gut, aber da hast du schon deutlich mehr gemacht als das hier. Schlagbot 2 einsetzen. So, und bam. Au! Der Schlagbot 2 ist dazu da, dich zu schlagen, nicht mich. Aber was ist mit Schlagbot 1 passiert? Schön. So. So, komm her mit deinem Schlagwort hier. Komm. Jawohl. Stopp! Okay, wie du willst. Ja, komm schon. Vortex, zeig, was du kannst. Ich hab die Antwort. Oh shit, ja. Ich hätte lieber meinen Maul jetzt halten sollen. Aber ich bin froh, dass es dazwischen auch noch Checkpoints gibt. Ah, shit, ich kann es nicht wieder sofort aktivieren. So. Jetzt war. Komm schon, Cortex. Wow! Ja, ich will jetzt erstmal lieber den Schlagwort schlagen. Das kann nicht wahr sein. Bin ich noch nicht mehr zu ihm hingekommen. Das ist erst die vorletzte Phase. Ah, shit. Bloß gut, dass man hier die Zeit anhalten kann. Also verlangsamen kann, besser gesagt. Oh, ich werde beinahe draufgesprungen. Mann, ist das bescheuert. Wenn man vor allem kein Akku hat, um sich mal wenigstens einmal schützen zu können. So, und jetzt hol dein Schlagwort raus. Das war wieder im richtigen Moment. So. Okay, jetzt verkleinert er die Arena. Wenn du nicht fair spielen willst, werde ich auch nicht tun. Du hast doch noch nie fair gespielt. War ich das? Erzähl mir nichts vom Pferd. Mach ihn fertig. Oh mein Gott, wie alt bist du eigentlich, Cortex? Oh gut, in jedem Stück was Kindliches. Was wohl passiert, wenn ich alle Knöpfe auf einmal drücke? Oh shit. Hier kommt der Zorn. Ah, da falle ich runter. War klar. Oh Mann. Ah, jetzt muss ich da rutschen auch noch. Oder ducken, einfach nur ducken. Komischerweise fängt er gleich damit an. Statt dass er erstmal seine Raketen losschickt. So. Oh, gerade noch erwischt. Ja, das wär's. Aber das war jetzt plötzlich ein ganz komischer Bildschirm. So als wäre jetzt das Spiel abgestürzt. So kommt es mir jetzt gerade rüber. Ein weiterer neuer Skin. Fake Coco. Oh mein Gott. Die Augenbrauen und die Zähne, ey. Aber ja, wir haben noch einen freigeschaltet. Diesmal für Crash. Ah, Schneeabfahrt. Ja, das passt dann zur Atmosphäre. Dann wird er das Outfit dann ab dem nächsten Part tragen. Und wie immer gilt, wenn es dir gefallen wusste, diese bestätigen mir seinen Daumen nach oben und Kommentar nicht vergessen, dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, es seid dann wieder dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crash von Wicked hinein. Bis zum Part von Let's Play Crash Bandicoot 4. It's about time. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute!